Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, nachdem wir in der letzten Folge grandios gestorben sind, durch spontane Selbstentzündung, wollten wir das Ganze jetzt mal ein bisschen besser machen. Vielleicht gehe ich aber auch erstmal hier... Ich meine, ja, der Schacht. Okay. Also wir müssen da wahrscheinlich da rechts irgendwo lang, wo wir eben waren, aber ich gehe jetzt erstmal hier in den Schacht rein. Vielleicht ist da ja auch noch was. Ein Geräuschmacher, ein Sensor, noch ein Sensor, davon haben wir jetzt das Inventar voll. Okay, gut, mehr ist dann nicht hier. Das heißt, wir dürfen uns mit ganz vielen Androiden rumschlagen. Welch eine Freude. Aber hier die Karte zeigt zwei Abzweigungen an. Wovon wir eine aber nicht wirklich nehmen können. Dann ist ja eigentlich relativ klar, wohin wir müssen. Speichern wir nochmal kurz. Jawohl. So. Ich versuch's mal mit Schleichen. Halt aber mal die EMP-Mine im Anschlag. Okay, da haben wir noch ein Ladungspack. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding diese Bewegung hier drunter registriert. Das wäre nämlich ziemlich bitter. Okay, anscheinend nicht. So. Okay, ich gehe mal lieber über den Schacht wieder. Ist nur die Frage, ob man den Rückweg genauso beschreiten kann. Falls man denn einen richtigen Rückweg nehmen muss. Ach ja, ich finde es auch mal toll, dass Videospielcharaktere immer so schnell durch solche engen Sachen durchhuschen können. Das ist ja doch relativ schnell. Echt bräuchte man dafür so lange. Ich meine, guckt euch mal den ersten Alien-Film an, da gibt es auch so eine Szene. Und da sieht man halt, wie das eigentlich aussehen müsste. Aber die Videospielcharaktere gleiten immer so elegant durch solche Dinger durch. Zumindest ist das für den Spieler nicht merklich, dass das hier irgendwie mit Mühe verbunden sei. Oh, schade. Ich komme nicht komplett durch. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich spätestens wieder hoch.
Laut der Karte sind wir nicht mehr so weit von Samuels entfernt. Nö. Ach so. Was war das? Oh. Ups. Ich glaube, ich lade das einfach nochmal. Man kommt da ja doch ganz gut durch. So mit der Kamera, mit diesen Bewegungssensoren da aufpassen. Lustig, dass sie hier so eine Art medizinische Station für Androiden haben. Muss ich natürlich den ganzen Kram nochmal mitnehmen. Ach, und seht mal, was ich übersehen habe. Ob da noch irgendwas liegt. Ah, manchmal ist es ganz gut, wenn man Passagen nochmal neu spielen muss. Dann sieht man so manches, was man vorher übersehen hatte. So. Und alle ab. Einmal raus, Replay. Ich glaube, hier bin ich jetzt im letzten Raum, wo ich dann schlussendlich durch muss. Mensch, warum muss denn diese blöde KI so austicken? Jedes Mal, ne? In jedem Spiel, immer ist da so eine KI, die dann ausrastet. Oh, hier hat jemand Schach gespielt. Mal gucken. Man kann es gut erkennen, wie die Figuren stehen. Also, da ist der König. Wer spielt denn bitte so Schach? Irgendwie der Läufer so lange noch auf Position, wo alle anderen Figuren schon längst weg sind. Also fast alle anderen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie das Ding denn hier verläuft. Ich glaube, bis hier kann ich gehen. Das ist auf jeden Fall ein toter Winkel. Kann man die Dinger auch kaputt hauen? Wahrscheinlich kann man die mit der Neuverkabelung ausschalten. So.
Sieht doch gut aus. Okay, das ist das. Ja, das bist du. Das und... Wow, das ist knapp. Manchmal habe ich irgendwie ein Problem, das zu erkennen. Okay. Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Syntheten auf ihn zugreifen können. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Ja, das wäre... Ah, Bindemittel. Speicherstation wäre jetzt total toll. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Was piepst hier? Das finde ich gut. Ja, speichern. Sehr gut. Ah, haben wir doch gut Fortschritt gemacht. Ja, ich möchte gerne speichern. Boah, ist bestimmt kalt hier drin. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Bis zur Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Okay. Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Menschliches Kabel. Okay. Komm schon. 25% Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Ja, ich seh's, seh's. Komm schon. Amanda, mach. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Grün. Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen, in der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Okay. Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Ja, haben wir. Hab's gefunden, Samuels. Jetzt nur noch eins, Ripley. Ja, welches? Haben wir das hier schon? Ja, das haben wir noch nicht. Wow. Der Apollo-Transit ist offen.
Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Okay. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Okay, der Privattransit zum Apollo-Kern, auch nicht schlecht. Oh. Wahrscheinlich durften da nur die ganz hohen Tiere rein oder irgendwelche Syntheten. So, was haben wir noch? Schrott? Ja, brauche ich nicht. Ich bin jetzt hier irgendwie im Kreis gelaufen und... Ja. Das wollte ich. Ich wollte speichern. Ja, okay, also war Samuels zwar wohl ein Synthet. Oder wurde das schon im Intro irgendwo erwähnt? Oder irgendwo? Das... Samuels ein Synthet? Das habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß nicht, weil Ripley fällt mir gerade auf, ist auch gar nicht überrascht davon. Ich meine, gut, vielleicht wusste sie es, weil sie schon vorher mit ihm zusammengearbeitet hat. Aber jo. Ist auf jeden Fall ganz leise. Ja klar, dass der Rückweg nicht so einfach wird. Aber ich habe noch eine EMP-Mine. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Eigentlich nicht. Okay. Nee. Ach, hier lag ja noch wer. So. Würde ich auch hier mal speichern. Und das passt ja eigentlich sehr gut. Denn ich würde jetzt einfach mal hier einen Cut machen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Alien Isolation. Bis dahin, tschüss.